Tja, auch bei einem robusten Arbeitsmarkt kann man manchmal das Haar in der Suppe finden. In den USA ist es sogar ein ziemlich langes Haar, würde ich mal sagen, das da in der Suppe schwimmt. Willkommen zu dieser Sendung. Das Haar in der Suppe sind niedrige Löhne. Und das hat sich auch heute wieder gezeigt, als die großen Arbeitsmarktdaten der USA veröffentlicht wurden. Erstmal 261.000 neu geschaffene Stellen, klingt erstmal viel. Aber es war eigentlich noch mehr erwartet worden, weil wir hatten ja im September eine kleine Delle drin wegen des Wirbelsturms Harvey. Und deswegen haben dann die Marktteilnehmer heute damit gerechnet, dass es mehr als 300.000 neue Arbeitsstellen geben wird. Es sind nur 261.000 geworden und davon waren auch nur 33 im verarbeitenden Gewerbe zu finden, die dann meistens ein bisschen besser bezahlt wurden. Werden Freizeit und Bewirtung hat so fast 40% ausgemacht, nämlich 106.000 neue Stellen. Und das sind dann so Kellner, ja, und so in Freizeitparks Beschäftigte, die dann also mehr für die Bespaßung der Leute zuständig sind und in der Regel dafür relativ wenig Geld kriegen, denn sie haben ja bei der Arbeit Spaß genug, nicht wahr? Ja, und deswegen stagnierten dann eben die Löhne in den USA. Also die Durchschnittslöhne sind gar nicht gestiegen im Oktober. Und das ist natürlich etwas, was sicherlich auch die Fed mit Sorgen sehen wird. Das hatte dann heute auch den Euro-US-Dollar zum Teil ein bisschen steigen lassen. Später ist er dann wieder gefallen, weil der ISM-Dienstleistungsindex aus den USA dafür ziemlich gut ausgefallen ist. Insgesamt muss man ganz klar sagen, es gab heute leichte Verluste zum Teil, die dann aber später auch wieder kompensiert worden sind und insgesamt bleibt der Trend durchaus bestehen. In Europa gab es eher mäßige Quartalszahlen, weshalb dann auch schon am Vormittag der DAX und seine Freunde nicht so richtig aus dem Knick gekommen sind. Société Générale, AXA und Air France, KLM, alle mit doch eher enttäuschenden Daten, die also vor allem auf den Euro Stoxx 50 gedrückt haben. Dazu kam dann heute auch eine Schwäche wieder im IBEX, die mir jetzt nicht so ganz klar von der Nachrichtenseite ist. Es gibt viele Proteste in Katalonien gegen die Absetzung der Regierung und gegen die Verhaftung von Regierungsmitgliedern. Das ist schon klar, aber ob das die Märkte dann tatsächlich so Richtung Süden gedrückt hat, keine Ahnung. Der Arbeitsmarkt aus Spanien war heute auch nicht so berühmt, muss man sagen. Aber auf der anderen Seite muss man eben sagen, dass es im Oktober immer ein bisschen Flaute am spanischen Arbeitsmarkt gibt, weil dann eben die Urlaubssaison zu Ende ist. Wir schauen mal schnell auf die Daten des heutigen Freitags. Das sind sie. In Japan war heute Feiertag, dadurch gab es dann eben auch keine guten Vorgaben für den DAX aus Japan, denn zuletzt war ja der Nikkei auch immer ein Garant für Rallyes, denn der Yen ist zuletzt ja immer schwächer geworden, weil eben ja, die Risikofreude am Markt durchaus ziemlich groß gewesen ist. Und dadurch ist der Nikkei deutlich gestiegen und das hatte dann meistens auch dem DAX geholfen. Das fiel also heute aus. Dazu gab es schwache Einzelhandelsumsätze aus Australien, aus China. Der Zeitschien Dienstleistungseinkaufsmanager-Index immerhin etwas besser als erwartet, 51,2. Da ist also ein moderates Wachstum der Dienstleistungsbranche durchaus zu sehen. Ein bisschen üppiger fällt das Wachstum in Großbritannien aus. Ja, und dann kamen eben die Non-Farm-Payrolls aus den USA mit 261.000. Wie gesagt, nicht ganz so doll. Die Arbeitslosenquote immerhin gefallen auf 4,1%. Das könnte man jetzt sagen, ja, das ist ganz gut, aber es haben sich eben auch sehr viele Menschen wieder vom Arbeitsmarkt verabschiedet. Die Participations Rate nur noch 62,7%. Das ist der niedrigste Stand während der gesamten Präsidentschaft Donald Trumps. Und darauf kann er dann sicherlich nicht so richtig stolz sein. Dazu kommt eben ein wirklich, ja, man kann ja nicht mal sagen, ein mickriges Durchschnittseinkommen. Naja, doch, kann man schon. Also auf alle Fälle ist es nicht gestiegen. Das war schon erschreckend. Die Handelsbilanz, das Handelsbilanzdefizit ist auch wieder größer geworden. Naja, dann gab es eben den Dienstleistungsindex, heißt das in den USA, mit 60,1 Punkten, ziemlich gut, 27 Monatshoch. Das war dann wiederum die positive Seite. Es war halt so ein bisschen gemischt heute. Und aus Kanada gab es auch einen schwachen Arbeitsmarkt im Prinzip. Da haben zwar deutlich mehr Menschen Arbeit gefunden, aber die Arbeitslosenquote ist trotzdem gestiegen, weil eben wohl dann doch wieder mehr Menschen Hoffnung hatten und am Arbeitsmarkt teilgenommen haben. Und ja, dass die Arbeitslosenquote auf 6,3% gestiegen ist, jetzt nicht unbedingt wirklich gut. Das Handelsbilanzdefizit in Kanada
auch größer als erwartet. Heute Abend gibt es noch das Rating für die EU durch Moody's. Da wird wohl keine Überraschung erwartet. Wir sehen hier den DAX, der startete heute früh ganz gut, war mal kurz über der 13.500 und ist dann ein bisschen zurückgefallen, auch unter den Kijun. Aber insgesamt, sage ich mal, sieht der Ichimoku hier nach wie vor durchaus freundlich aus. Wir sind dann heute im Vergleich zu gestern hier im Future knapp im Plus. Naja, also die 13.630 als nächstes Ziel, die ist durchaus weiterhin erreichbar, auch wenn es jetzt natürlich Tenkan und Kijun hier im Daily Chart ein bisschen Richtung Seite abknicken. Die Dynamik ist da erst einmal ein bisschen raus, aber insgesamt sieht das nach wie vor ziemlich freundlich im DAX aus, muss man so sagen. Eurostoxx 50 dagegen heute leichte Minus. Auch nicht dramatisch, aber man kann hier schon sehen, wir haben jetzt hier seit Anfang November doch irgendwie ein bisschen Abwärtstrend. Den kann man hier durchaus sehen und da müssen jetzt die Bullen aus dem Eurostoxx ein bisschen aufpassen, dass sie hier das Ganze nicht, dass sich das Ganze nicht weiter verfestigt. Das wäre sicherlich schon mal wichtig. Und ja, der spanische IBEX, der hat heute 1,2% verloren. Wie gesagt, warum der heute so deutlich zurückgefallen ist, keine Ahnung, jedenfalls sieht das jetzt hier im Stundenchart schon mal ziemlich bärisch aus. Ein Bruch der 10.285 wäre dann wieder ein Eintauchen in die uns allseits bekannte Seitwärtsrange. Im Prinzip sind wir schon wieder in dieser Seitwärtsrange, die wir ja hatten während dem ganzen Hickhack um die Unabhängigkeit von Katalonien. Auf der Unterseite dann weitere Ziele 10.120 bis 10.085. Der Dow Jones, ja, der hat heute ein Wechselbad der Gefühle hinter sich, ist erstmal nach den schwachen Arbeitsmarktdaten durchaus zurückgekommen, um dann später wieder zuzulegen. Insgesamt bleibt er also auch hier weiterhin eher bullig, ganz klar. Und damit sind wir schon beim Euro-US-Dollar, der hatte sich ja in den letzten Tagen ein bisschen erholt. Und heute haben wir da auch so einen langen Docht drin, fast bis 1,17. Das war nach den schwachen Arbeitsmarktdaten. Später gab es dann eben den Dienstleistungsindex und dann sind wir nach unten durchgebrochen. Somit ist jetzt wieder der Weg frei Richtung an 1,15,10 letztendlich. Dem Ziel, das ich ja immer wieder hier erwähnt habe, das ist nach wie vor intakt. Vorher natürlich noch die 1,1575, aber die 1,1510, das dürfte die nächste wichtige Unterstützung sein, auf die Euro-US-Dollar zustreben dürfte. Das ganze Bild bleibt also nach wie vor durchaus bärisch. Ja, nach dem großen Knall gestern im Euro-Britischen Pfund durch die Bank of England, wo ich gesagt habe, irgendwie haben die Märkte ja vielleicht nicht ganz verstanden, dass die Bank of England durchaus da mit dem Gedanken spielt, die Zinsen vielleicht doch nochmal anzuheben, weil eben die Inflation ziemlich hoch ist. Die Marktteilnehmer scheinen damit nicht zu rechnen. Gab es dann aber heute doch die Gegenbewegung. Muss man mal schauen, wie die ganze Nummer weitergeht, denn der blaue Tenkan hat auf alle Fälle mal den Kijun nach Süden gekreuzt, sodass hier durchaus die Möglichkeit da ist, dass wir hier wieder Richtung 0,8850 oder dann an die Wolkenunterkante 0,8840 knapp zurückfallen und dann mal schauen, wenn wir da durchbrechen, dann könnte es also durchaus wieder Richtung Süden weitergehen. Eine Bewegung, die ich eher favorisiert hätte, muss ich so sagen, weil also nach dem, was ich von Mark Carney gehört habe, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die Bank of England weitere Zinserhöhungen durchführen könnte. Das Cable hat heute auch versucht, sich zu erholen, ist aber nicht weit gekommen. Dann kam der ISM-Dienstleistungsindex. Und schon ging es wieder unter die 1,31. Mal schauen, ob wir da irgendwo bei 1,3040 bis 1,3030 eine Unterstützung finden. Muss man mal abwarten, ist zurzeit schwer zu sagen. Auf alle Fälle ist dieser Umkehrstab, dieser rote, doch dann eher bärisch erst einmal zu werten. Das könnte also durchaus weitere Verkäufe nach sich führen. US-Dollar, kanadischer Dollar, ja, die schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA haben dann den Looney heute mal ein bisschen gestärkt. Wir sind also dann doch deutlich zurückgefallen im US-Dollar, kanadischen Dollar, konnten uns später wieder an die für meine Begriffe relativ wichtige Marke bei 1,2775 dann doch zurückkämpfen. Wir haben sicherlich bei 1,8 bis 1,28 da jetzt so einen Widerstandsbereich, über den wir wieder drüber müssen. Dann haben wir noch eine Wolke. Zurzeit das Ganze natürlich hier im Stundenchart eher bärisch, das ist ganz klar. Im Daily Chart
Muss man auch fairerweise sagen, dass das Ziel, das wir hier mal hatten bei 1,2980, das wurde nicht erreicht. Und es sieht zurzeit doch eher wie eine kleine Umkehr aus. Mit einem Zwischenziel auf alle Fälle nochmal hier am orangefarbenen Kijun bei 1,2665. Also hier ist jetzt dann doch eher die Korrektur wohl maßgebend. Ja, das Ziel 1,2980, also nicht ganz erreicht. Dann haben wir US-Dollar, chinesischen Yuan mal. Der Yuan war ja zuletzt doch etwas stärker geworden. Da kämpft sich gerade der US-Dollar wieder zurück. Und für mich war das mal insofern interessant. Wir haben ja nun den Entwurf zur Steuerreform, wo unter anderem auch eine Besteuerung für Auslandskapital vorgesehen ist. Also wenn US-Unternehmen ihr Geld im Ausland parken, müssen sie darauf auch 12% Steuern zahlen. Und das ist natürlich für Schwellenländer schwierig, weil dann natürlich also weniger Investitionen in diese Schwellenländer fließen werden. Das ist natürlich auch das Ziel von Donald Trump, nämlich das Kapital im Land zu behalten. Und das ist natürlich für Länder, die auf diese Investitionen angewiesen sind, schlecht und damit auch für deren Währungen. Der US-Dollar hat sich gegenüber dem Yuan, den das vielleicht noch am wenigsten betrifft, noch nur moderat verhalten. Aber zum Beispiel gegenüber dem mexikanischen Peso hat der US-Dollar heute deutlich zugelegt. Ist ja fast 1% gestiegen, nachdem er dann heute oder war es gestern Abend bei 18,90 die Unterstützung da an der Wolkenkante ja, genommen hat und dort dann eben tatsächlich gedreht ist und jetzt doch ziemlich bullig aussieht, auch wenn er jetzt erst einmal ein bisschen hier mit Gewinn mitnahm nach dem Dollenanstieg heute Nachmittag. Zu tun hat, aber hier ist eher wohl jetzt dann doch wieder die Oberseite zu favorisieren. Ähnliches im südafrikanischen Rand, US-Dollar, südafrikanischer Rand, da hat der US-Dollar gleich mal 1,8% zugelegt. Da sind wir also wieder hier am Verlaufshoch bei 14,35 auch. Also auch hier ist die kleine Konsolidierungsphase, die wir hier die letzten Tage hatten, erst einmal wieder vorbei. Da gibt es also auch richtig Trouble. Und ja, noch dynamischer sieht das Ganze im US-Dollar türkische Lira aus. Da gab es heute 2%, über 2% Gewinn für den US-Dollar gegenüber der türkischen Lira. Also das zeigt schon, also die Politik von Donald Trump, die ist dann also doch ziemlich dollarbullisch eigentlich, was die Steuerreform betrifft. Und vor allem ist es sehr, sehr schädlich für die Schwellenländer. Der australische Dollar hat heute auch nachgegeben. Da gab es ja zuletzt den Versuch, hier einen Boden zu bilden und eine Umkehr zu kreieren. Ich war ja ein bisschen skeptisch, ob das klappt hier bei 0,7720. Es hat am Ende nicht geklappt. Wir fallen hier wieder zurück auf die 0,7625 und dann könnten also doch eher untere Kurse interessant werden. Die nächste große Unterstützung dürfte da so die untere rote Wolkenlinie bei 0,7480 sein. Das könnte also durchaus das nächste Ziel sein, wenn wir hier durch die 0,7625 durchbrechen. Rohöl hält sich weiterhin gut. Die Hoffnung auf die Förderreduzierung, die hält das alles ziemlich gut. Die Wirtschaftsdaten dürften heute nicht dazu beigetragen haben, dass das Rohöl heute deutlich gestiegen ist. Aber wir haben die 55,20 noch nicht überwunden. Das müsste jetzt also passieren. Wenn das dem Rohöl gelingt, dann wären durchaus Kurse bis 62 Dollar drin. Aber eben auch nur dann. Gold hat heute erst einmal zugelegt, wie wir hier sehen. Haben wir hier so ein Doch drin bis 1280 nochmal. Das war eben nach den Arbeitsmarktdaten. Ja, dann kam der ISM-Dienstleistungsindex. Und dann ging es ab mit der Marie. Jetzt sind wir wieder bei 1264 und es sind dann wohl doch eher untere Kurse zu favorisieren. Das soll es soweit gewesen sein von dem, was es heute gegeben hat. Wir schauen natürlich noch schnell auf die kommende Woche. Am Montag gibt es nochmal so ein paar Daten. Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Index, zum Beispiel aus Deutschland, der Eurozone, wird es noch geben. Die Eurogruppe trifft sich. Und ansonsten eigentlich der wichtigste Termin kommt aus Kanada, der IW-Einkaufsmanager-Index fürs produzierende Gewerbe. Das ist zumindest für den Luni ziemlich wichtig. Ansonsten dürfte das Ganze hier eher nicht sehr volatil sein. Das gilt auch für die ganze Woche.
Es gibt die Zinsentscheidung aus Australien, das wird mit den australischen Dollar natürlich bewegen, und am Donnerstag auch noch die Zinsentscheidung aus Großbritannien, aus Neuseeland natürlich, also ab Donnerstag die Zinsentscheidung Neuseeland. Das wird den Kiwi sicherlich ein bisschen bewegen vielleicht. Mal sehen, was in den Statements drinsteht. Von der neuseeländischen Notenbank gibt es noch nicht mal eine Prognose, was da eventuell passieren könnte. Australien wird nicht damit gerechnet, dass es eine Änderung der Geldpolitik gibt. Am Mittwoch die Handelsbilanz aus China, durchaus auch interessant. Also es gibt drei Highlights. Das ist doch auch schon mal was, oder? Und damit sind wir für heute schon mal durch und damit auch für diese Woche. Vielen Dank wieder für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Schönes Wochenende.